Mainstream-Historiker werden Ihnen sagen, dass die große Pyramide von Mainstream it out, man. Hey Digga, ich muss dahin. Mal gucken, was da läuft. Vielleicht fühle ich was. Ihr kennt mich doch. Ich fühle doch immer so gut. Dass eine alte Kultur elektrische Energie kannte und diese verwendete? Denkt ihr, dass es schon mal eine Zivilisation vor uns gab, die Konstruktionstechniken und Wissen hatten, was dem übersteigt, was wir heute haben? Vergleichen wir Teslas Technologie mit den Pyramiden. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Okay, Freunde, wir gehen rein in die Pyramiden-Dokumentation. Ich hab Bock drauf, ich bin gespannt, was für Infos da geleakt werden oder was da erzählt wird. Natürlich Disclaimer an der Stelle, man weiß nie, wem man vertrauen kann und wem man nicht vertrauen kann, aber sich mal das reinzuziehen und ein paar Informationen zu gewinnen und dann sein eigenes Bild zu machen, ist auf jeden Fall wertvoll. Mainstream-Historiker werden Ihnen sagen, dass die große Pyramide von Mainstream it out, man. Ein verherrlichendes Grabmal für die ägyptischen Pharaonen war. Das einzige erhaltene Monument der ursprünglichen sieben Weltwunder. Diese Struktur wurde mit tadelloser mathematischer Präzision erstellt und ist eine einzigartige, mysteriöse Leistung der Konstruktion und der Technik. Es gibt nur ein Problem. Die Großpyramide hat keine der Merkmale von Gräbern, einschließlich extravaganten Artefakten, kunstvoller Wandkunst, versiegelten Eingängen, aufwendigen Särgen oder sogar Mumien selbst. Es wurde jedoch mit einzigartigen Materialien gebaut, die gleichen Materialien, die heute für elektrische Leitfähigkeit verwendet werden. Diese Tatsachen veranlassen immer mehr Historiker zu der... Hey Digga, ich muss dahin. Die Laura ist gerade in Ägypten. Ich muss unbedingt mal nach Ägypten. Ich würde mir das gerne mal reinziehen, so in Real Life. Mal gucken, was da läuft. Wie die Energie ist und so. Vielleicht fühle ich was. Ihr kennt mich doch. Ich fühle doch immer so gut. Name, dass die Pyramiden einen wesentlich nützlichen... Fühle den Motherfucker. ...Zweck hatten. Die Pyramide von Gizeh war keineswegs ein Grabmal, sondern ein Kraftwerk, das Strom für die umgebende Zivilisation erzeugte und weiterleitete. Oh shit, man. Um zu beginnen... Das hatte Kollege, glaube ich, mal in dem Talk von mir gesagt. ...ist es wichtig, die enorme Anstrengung zu verstehen, die in die Schaffung dieser Monumente investiert wurde. Die Pyramiden von Gizeh gehören zu nicht weniger als 118 dieser Strukturen in Ägypten allein. Und das schließt nicht einmal die Pyramiden in anderen Teilen der Welt ein. Angesichts unseres gegenwärtigen Verständnisses, wie frühe Zivilisationen ihre Monumente bauten, hätte es nicht weniger als 20 Jahre gedauert, diese sogenannten Gräber zu bauen. Und das, wenn nicht weniger als 20.000 Arbeiter täglich gearbeitet hätten. Zieh das mal rein, so die Bilder sind schon heftig gemacht, ne, mit den Elefanten und so da. Hätten. Bis heute können Historiker immer noch nicht genau nachweisen, wie oder wann sie gebaut wurden. Dies führt uns zu der Frage, welcher Ruheplatz für die Toten möglicherweise so wichtig sein könnte, dass er solch eine phänomenale Anstrengung, so viel Zeit und solch präzises Ingenieurwesen verdient hätte. Selbst ohne zu wissen, dass sie mit gewöhnlichen Gräbern nichts zu tun haben, müssen sie nur vor ihnen stehen, um zu erkennen, dass dies für eine Leiche eine Menge Arbeit bedeutet. Wir ziehen Schlüsse, die auf der Annahme basieren, dass die alten Zivilisationen primitiver waren als wir. Aber was ist, wenn die intellektuelle Evolution nicht immer linear ist? Kann fortschrittliche Technologie verloren gehen und Jahrhunderte später wiederentdeckt werden? Ist es möglich? Ist eine krasse Theorie, wovon man immer wieder hört, ne? Dass es damals schon mal Hochkulturen gab, die eventuell sogar intelligenter gewesen sind als wir heutzutage. Was sich ja kaum Leute vorstellen können, weil die immer sagen, ja, damals, die waren alle dumm. Wir haben gelernt, wir sind krass, technologischer Fortschritt, dies, das, bla. I don't know, bro. I don't know, man. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal rein ganz kurz in den Chat. Denkt ihr, dass es schon mal eine Zivilisation vor uns gab, die eventuell Techniken und Konstruktionstechniken und Wissen hatten, was dem übersteigt, was wir heute haben? Dass eine alte Kultur elektrische Energie kannte und diese verwendete? Um sicher zu sein, schauen wir uns einen anderen Fall an,
in dem die Technologie der Stromerzeugung anscheinend benutzt und dann vergessen wurde. Wir wissen, dass Edison und Tesla den gemeinschaftlichen Nutzen von Strom in das 20. Jahrhundert brachten. Im Irak wurden... Ah, übrigens, über Tesla habe ich auch eine coole Dokumentation gefunden. 1934 drei Artefakte zusammengefunden. Ein Keramiktopf, eine Röhre aus Kupfer... Boobs Watcher sagt, safe, die Menschen werden gefühlt immer dümmer. So, TikTok it in, man. Ein Stab aus Eisen, die in Kombination mit einer flüssigen Säure verwendet werden können, um chemisch... Sorry. ...Strom in das 20. Jahrhundert brachten. Im Irak wurden 1934 drei Artefakte zusammengefunden. Ein Keramiktopf, eine Röhre aus Kupfer und ein Stab aus Eisen, die in Kombination mit einer flüssigen Säure verwendet werden können, um chemische Reaktionen zu erzeugen, die eine elektrische Ladung erzeugen. Diese Krass. Materialien, die als Bagdatter oder Pater Batterie bekannt sind, sind rund Iraqi Vibes, 2000 Jahre alt. 10 Jahre nach ihrer Entdeckung erzeugte jemand, der Traubensaft mit ähnlichen Materialien verwendete, erfolgreich einige Volt Elektrizität. Dieser Prozess wurde seither auf dem Discovery Channel Programm Mythbusters demonstriert, wo Zitronensaft die elektrochemische Reaktion zwischen Kupfer und Eisen aktiviert, die 4 Volt Elektrizität produzierte. Heutzutage können Sie einfach online... Vermutlich elektrisches Element, Nachbildung eines Fundes aus Kujud Rabua bei Bagdad, ca. 300 VDZ, was heißt VDZ, weiß es einer? ...recherchieren, um Instruktionen zu finden, wie sie ihre eigene Batterie mit diesen chemischen Prinzipien... Die Bagdad Battery, Ironhead, Asphalt, Zirkräse, krass, Mann. ...erstellen können. Aber Historiker haben angenommen... Vor der Zeitrechnung. Thank you very much, Freunde. Ihr rettet meinen Arsch immer bei solchen Sachen. Dass es vor tausenden von Jahren kein Wissen über diese Technologie gab. Dass dieser archäologische Fund nur Zufall ist. Wir haben uns schon lange über Artefakte mit komplizierten Vergoldungen gewundert, die Elektrizität erfordern würden, um erschaffen zu werden. Eine einfache Erklärung. Die Energieerzeugung erfolgt aufgrund einfacher chemischer Eigenschaften und kann von jedem mit 4 Grundstoffen durchgeführt werden. Hier sind einige wichtige Fakten über die Struktur und die Materialien der Pyramide. Adblock it out, Bro. Für den Anfang erhält sie abgewinkelte Tunnel, die nicht nur in die Pyramide führen, sondern tief unter die Erde, zu Bereichen, die immer noch unerforscht sein sollen. Welches Grabmal... Digga, ich glaube, ich würde so eine Pyramide reinsteppen. Ich glaube, ich würde Platzangst kriegen. Ich bin generell jemand, der so ein bisschen die Platzangst, die Vibes am Start hat. Ich glaube, ich könnte da nicht reingehen, Alter, auch wenn es mich brutal interessieren würde, was da abgeht. Es wurden 20 Tonnen schwere, nicht für Menschen gemachte Sargdeckel 500 Kilometer weit von der Stelle, sind aus dem Stein im perfekten rechten Winkel gehauen, die 100 Meter unter der Erde platziert wurden. Das würden wir heute nicht schaffen. Einen Schacht, der tief in die Erde führt. Wir wissen auch, dass es vor Jahrhunderten dort riesige Schwenktüren gab, die nicht weniger als 20 Tonnen wogen. Aber auf wundersame Weise waren sie so gut konstruiert, dass man sie mit einem Handdruck bewegen konnte. Digga, willst du mich verarschen, Bro? Da nie ein ägyptisches Grab gefunden worden ist, das bewusst zugänglich gemacht wurde, fragt man sich, aus welchem Grund dies so ist. Vielleicht, um weiterhin die Mumien zu besuchen? Oder könnte eine solche Tür dem Zweck dienen, den Raum darin zu isolieren? Man glaubt es kaum, aber die großen Pyramiden von Gizeh waren einst mit weißem, poliertem Kalkstein bedeckt, auch als Ummantelungssteine bezeichnet. Die Schnitte, die in diesen reflektierenden Stein gemacht wurden, waren perfekt angewinkelt, so dass er eine glatte, flache Erscheinung hatte. Damit hätten die riesigen Strukturen das Licht der Sonne wie ein Spiegel hell reflektiert. Es hätte auch eine perfekte Isolierung innerhalb der Struktur verursacht. Ein großes... Hätte. Ist das Spekulation von der Dame? ...Beben im Jahre 1303 zerstörte die Ummantelung.
Und sie wurde entfernt, um auf anderen Strukturen verwendet zu werden. Heute ist nur noch der innere Kern der Pyramide übrig. Das Bild der unglaublichen Menge an Licht, die das Monument reflektiert hätte, weckt Neugier, ebenso wie der Grund für die Isolierung. Existierte diese Ummantelung, um auf die Toten aufmerksam zu machen? Um die Mumien warm oder kalt zu halten? Oder vielleicht gab es doch einen anderen Grund? Außerdem... Sollen wir mal Norman anrufen? Norman, man. ...Material Dolomit auf den inneren Oberflächen verwendet. Es ist bekannt, dass Dolomit die elektrische Leitfähigkeit erhöht, abhängig von dem Druck, der auf das Material... Was war? Kollege hatte doch mal bei mir in dem Pyramiden-Talk, wo wir da im Backstage waren, hat er doch mal gesagt, dass er eventuell vermutet, dass das als Kommunikationstool gedient hat, um mit Menschen weit weg zu kommunizieren. Irgendwie sowas hat er gesagt, glaube ich, ne? Können wir uns gleich nochmal reinziehen. Ausgeübt wird. Hoher Druck. Leider alle Spekulationen, genau wie unsere Physik. Ja, wenigstens spekuliert noch jemand, weißt du, wie ich meine so? Um irgendwie rauszufinden, was da wirklich los war. Ist schon interessant. Mehr elektrischen Strom. Die Gänge und unterirdischen Tunnel der Pyramiden sind mit Granit verkleidet, welches leicht radioaktiv ist. Granit enthält große Mengen Quarzkristall und Metall und es ist ein bekannter Leiter von Piezoelektrizität. Piezoelektrizität tritt als Folge von Stress oder Druck auf den Quarz auf, wie durch Armbanduhren gezeigt wird, die einfach aufgeladen werden können, indem man sie schnell schüttelt. Dieser Granit ionisiert tatsächlich die Luft in der Pyramide und erzeugt eine chemische Reaktion, die wiederum die Leitfähigkeit der Elektrizität erhöht. Wenn solchen Elektronen die Möglichkeit gibt... Die Frage ist, wenn man wirklich am Ende des Tages rausbekommen würde, wofür diese Pyramiden da waren oder ob da vielleicht noch mehr dahinter steckt, als dass es einfach nur ein Grab war für Pharaonen, wenn das rauskommen würde, ob die das verbergen würden oder ob die das einfach so dann halt in die Öffentlichkeit rausblasen würden, dass wir das auch wissen, weißt du? ...wird Gesteinsab... Granit der Albaner... ...über Metalldraht zu umgehen, können ziemlich große Mengen an Strom fließen. Ein anderes wichtiges Material, um sie zu bauen. Ich glaube, das würde schon so einen Effekt geben, wenn man jetzt irgendwie feststellen würde, dass Generationen bzw. Zivilisationen vor uns eventuell intelligenter gewesen sind als wir heute, würde das das ganze Narrativ kaputt machen, so ein bisschen von Wissenschaft auch und so, oder? Ist der mysteriöse Mörtel. 500.000 Tonnen wurden gebraucht, um die gigantischen Steine an Ort und Stelle zu halten. Obwohl er viele Male analysiert wurde, ist es der modernen Technik noch nicht gelungen, diesen Gips, der aus Überresten besteht, genau nachzubilden. Dieser Gips kann enormen Druck aushalten und ist Borinho sagt, die wissen es auch noch nicht. Dejot sagt, warum sollte man verbergen? PH51 sagt, es wird nichts an die Öffentlichkeit weitergegeben. Erstaunlicherweise sogar stärker als die Steine selbst. Offensichtlich. Flodder fragt Dayot, deine Frage ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? Ich bin Moderator, Veshu. ...getragen, das Denkmal für Tausende von Jahren intakt zu halten. Aber könnte es einen anderen Grund geben, warum sie ein Material verwendeten, das einem so hohen Druck standhalten konnte? Also Kalkstein, Dolomit, Granit? Angeblich für ein Grabmal konstruiert? Sind sie in Wirklichkeit Materialien, die wir für die Herstellung elektrischer Drähte verwenden, haben sie auch eine Beziehung zum Druck, der ihre elektrische Leitfähigkeit erhöht. Gleich nordwestlich der großen Pyramide liegt das Serapeum. Hier gibt es 20 riesige Granitkisten, die jeweils 100 Tonnen wiegen. Klassische Ägyptologen behaupten, dass dies Särge sind. Dennoch kam der Granit hier aus 500 Meilen Entfernung. Und jede Kiste ist so groß und so schwer, dass es unmöglich ist, sie durch die vorhandenen Tunnel zu bekommen. Diese vermeintlichen Sarkophage wurden also mit phänomenaler Präzision in die Struktur eingebaut. Sie sind innerhalb eines Zehntausendstel eines Zolls vollkommen flach. Währenddessen würde jeder Elektroingenieur erklären, dass ein Container, der als Energiekondensator oder Batterie dient, aus derselben Substanz gemacht sein muss, sodass es keine Unterbrechung im magnetischen Feld gibt.
Könnten diese Container genau dies sein? In einer ägyptischen Museumsausstellung wird ein solcher jahrhundertealter Granitsarkophag zur Stell dir vor, das war einfach ein Strommast, jo. gestellt, der Strommasted in Man unvollendet dargestellt wird. Im Gegensatz zu denen in der Pyramide ist dieser brüchig. Vielleicht jedoch war dieser Granitsarkophag gar nicht unvollendet, sondern einfach ausgelesen, da dieser Riss, der auftrat, das magnetische Feld unterbrochen hätte und somit nicht mehr von Nutzen war. Es gibt also eindeutige Beweise, die die Möglichkeit einer elektrischen Nutzung unterstützen. Da die angeblichen Sarkophage für einen Menschen eindeutig viel zu groß sind, ist die akzeptierte Theorie, ja, Sie werden es nicht glauben, Stiersärge für die von den Pharaonen hochgeschätzten Stiere. Da muss man sich doch die Frage stellen, wer mit solch einer Theorie ankommt. Um das Mysterium zu erweitern, wurde 1933 ein mysteriöses... Stiere? Naja, das hört sich ein bisschen Ding an. Ich bin von Sternzeichen Stier, ich feiere Stiere, aber das hört sich ein bisschen an der Nase herbeigezogen an, oder? Särge für Stiere von den Pharaonen? ...und unzugänglicher Raum entdeckt, nachdem er tausende von Jahren... Alberto, sag, stell dir vor, du gehst mit leerem Akku rein und wenn du rausgehst, auf einmal voll. ...morgen geblieben war. Der Raum, der absichtlich von den Bauingenieuren zu erweitern, wurde 1933 ein mysteriöser und unzugänglicher Raum entdeckt, nachdem er tausende von Jahren verborgen geblieben war. Der Raum, der absichtlich von den Bauingenieuren verborgen gehalten worden war, wurde Königinkammer genannt und wurde schließlich im Jahr 2011 mit einer kleinen Remote-Kamera erkundet, um erstaunlich... Überleg mal, Digga, 2011 dringt man erst dahin durch und findet diesen Raum so. Wie krass das ist, gell? Das muss auch voll faszinierend sein, daran zu studieren bzw. da zu forschen. So. Einfach unentdeckte Sachen von so vielen Jahren in der Vergangenheit. Weißt du, was ich meine? God damn. Und Hüllen. Eine lang vorstellende Mumie? Wohl kaum. Der Raum enthielt sorgfältig gearbeiteten Kupferdraht. Und wichtiger noch, es gab Anleitungen, die als Symbole auf den Boden gemalt wurden, die ein klares Schaltbild zu zeigen schienen. Schauen Sie sich die Batterien an, die in den großen Kraftwerken verwendet werden, bis hin zu den kleinsten Batterien in Armbanduhren. Und Sie werden sehen, dass sie ein Metall wie Kupfer benötigen, um die chemische Reaktion zu erzeugen, die als potenzieller Unterschied bekannt ist. Man kann elektrischen Strom durch Kupferdraht leiten und die Spule erzeugt ein Magnetfeld mit kurzer Reichweite, sodass die Elektrizität von einer Spule zur anderen übertragen wird. Ein fensterloser Raum mit Kupferverkabelung könnte ein höheres Potenzial an einer Wand erzeugen, das Energie an das niedrigere Potenzial an der anderen Wand überträgt. Folglich wird elektromagnetische Energie in den begrenzten Raum der sogenannten Königinnenkammer freigesetzt. Leider sind diese Drähte seitdem komplett verschwunden und Mainstream-Ägyptologen behaupten, dass dieser Raum keine Funktionalität innehat. Ihnen zufolge hat nichts in dieser Struktur Funktionalität, jenseits der Möglichkeiten, die sie als Grabstätte bietet. Ein ja, krass. Guck mal, Alter, erzählt mal, Freunde, jetzt. Erzählt mal, was ihr glaubt. Glaubt ihr, dass die Strom gehabt haben und dass das eventuell möglich sein könnte, dass die Pyramiden so eine Art Stromgenerator waren? Sagt mal eure ehrliche Meinung. Machen wir mal eine Eins in den Chat, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Zu krasse Struktur für einfache Grabstätten. Gräber denke ich auch nicht. Safe gibt's noch mehr Beweise dafür, dass es Kraftwerke waren. Leon, guck dir mal die Google-Pyramiden von Mero an. Die haben über 300 Pyramiden in Nubien gehabt. Momo sagt, wahrscheinlich einfach ein Größenwahn von einem King, so wie es in unserer Zeit auch gibt. Meinst du echt, dass es so einfach zu erklären ist? Guter Moment jedoch, um darauf hinzuweisen, dass der führende Ägyptologe Sahih Hawass wegen Diebstahls ägyptischer Antiquitäten angeklagt wurde. Es könnte immer noch argumentiert werden, dass die elektrischen Materialien
die zum Bau der großen Pyramide verwendet wurden, einfach zufällig sind, weil ein Energiegenerator immer noch einen Katalysator aus einer anderen Quelle benötigt. Das erklärt, warum die Pyramiden sich geografisch über einem starken natürlichen Generator, über unterirdischen Flüssen und Grundwasserleiter befinden. Physioelektrizität könnte aus der Kraft der Strömung gespeist werden, wenn das Wasser fließt. Und es ist bewiesen, dass der Nil vor Tausenden von Jahren direkt dort vorbeiführte, wo die Strukturen jetzt stehen. Dies führt natürlich zu einer Debatte über das Alter der Pyramiden und die Verwitterung der nahegelegenen Sphinx. Das zeigt, dass die Monumente doppelt so alt waren wie die... Über die Sphinx gibt's auch viele Theorien, ne? Dass die umgebaut wurde und so. Zeit angenommen. Vielleicht würde das auch erklären, warum die Pyramiden oder ihre Schöpfung in keiner der ägyptischen Schriften erwähnt wird. Wenn Wasser also eine Kraftquelle wäre, wäre es nach dem Prinzip der Kapillarwirkung den Kalkstein hinaufgeflossen. Was passiert, wenn ein kleiner Bereich eines Stoffes, der nass wird, in den gesamten Bereich dieses Stoffes absorbiert wird? Bedeutet, dass Wasser, das in der Nähe oder unterhalb der Pyramide fließt, absorbiert werden könnte, wenn es über den Kalkstein geleitet wird. Das Wasser würde sogar bis zur Spitze der Struktur fließen, sodass der Quarz und die Tunnel der Pyramide der Spannung ausgesetzt sein würden, sodass Piezoelektrizität entsteht. Die hohe Geschwindigkeit des aufsteigenden Wassers und der Druck würden analog zum Füllen einer Spritze sein und elektromagnetische Energie innerhalb der Struktur. Boah, Digga, das sieht krass aus. Gebt euch mal. Durch die darin enthaltenen Materialien erzeugen. Stell dir vor, das Ding hat so geleuchtet früher. So abgespaced, Bro. Mann, Alter, warum kann man nicht Zeitreisen? Ich will einfach zurückreisen und dahin gehen. Gucken, was da abgeht. Diese Energie würde so... Also, Bro, what's going on here, man? Erzähl mal. Ich will es den Leuten in 2023 erzählen. Oben zu dem jetzt fehlenden Deckstein geführt werden. Aber warum? Die geografische Lage der Pyramide kann uns Hinweise geben. Oh shit, jetzt kommen die Verbindungsvibes auch hier, oder was? Sie befindet sich genau an einem Punkt, der die elektromagnetischen Kräfte auf dem Planeten vergrößert, wo tellurische Ströme am stärksten sind. An der Unterseite der Pyramide befindet sich ein elektromagnetisches Feld, das mit diesen chemischen Reaktionen zu den oberen Schichten aufsteigen würde. Wir wissen nicht genau, was die Pyramide bedeckte, aber es gibt Spekulationen, dass es Gold gewesen sein könnte. Dies würde natürlich auch erklären, warum es seit langem fehlt. Wenn es Gold wäre, könnte dies einen leitenden Weg für die nach oben gerichtete Energie geschaffen haben, hoch in Kommunikation mit den Aliens. So. Die Ionosphäre. Wenn superleitfähige Materialien verwendet wurden, um dieses Denkmal für Energie zu schaffen, dann ist das Potenzial für etwas noch Erstaunlicheres. Drahtlose Elektrizität. Klingt weit hergeholt? Ein mutiger Wireless Electricity, Bro. Und außergewöhnlicher Mann schwor, dass dies möglich sei. Und er hat uns vielleicht gezeigt, wie. Wir kennen Nikola Tesla als das einsame Genie, das für den Elektromotor, das Radio, den Laser, den Radar und für das Erwecken eines enormen Wettbewerbsgeistes bei Thomas Edison verantwortlich ist. Wir wissen, dass Tesla vor allem versucht hat, der Menschheit zu dienen. Trotz seiner außergewöhnlichen Beiträge ist er kaum bekannt oder ausgezeichnet worden. Auf der Weltausstellung von 1803... Einsam gestorben in irgendeinem Hotel. Traurig, Digga. Nein. Auch die Story mit Edison und so. Voll abgewichst. Übertrug Tesla Elektrizität natürlich auf eine Glühbirne. Er hielt die Tesla-Spule in seinen Händen, die heute mehr zur Schau dient als für die Funktion, der sie dienen sollte. Vor allem wissen wir, dass Tesla behauptete, dass er die Methode der Nutzung und Übertragung von freier drahtloser Energie perfektioniert habe, indem er die elektromagnetische Energie des Planeten nutzte,
In einer Patent-Tesla-Datei im September 1897 behauptete er, dass es in 30.000 Fuß Höhe eine Schicht verdünnter Luft gibt, die elektrische Ströme bei hohen Spannungen leitet. In diesem vorgeschlagenen System war ein Sender, der Millionen von Volt in die Atmosphäre übertragen würde. Dann hätte er etwas, das diesen Strom empfangen würde und die Spannung auf ein passendes Potenzial reduziert, sodass es nutzbar für den Verbraucher wäre. In einem Experiment in der letzten Juliwoche 1903 behaupteten Bewohner aus der Nähe, Tesla miterlebt zu haben, dass er sein Experiment erfolgreich im Wagen kleibt. Digga, stell dir mal vor, du kannst so Strom von einfach so wireless rüberjagen, so hier. Ich will Handy aufladen. Psst, ich lade auf. Krass. Sich führte, während Tesla selbst seine neue Leitfähigkeitsmethode teilte, erzählte man sich, dass es den Nachthimmel erhellte, als wäre es eine gigantische Leuchtstoffröhre. Es wird sogar erzählt, dass... Die haben das Ding dann abgerissen irgendwann, ne? Wo der pleite gegangen ist und ins Hotel gezogen ist, irgendwie, glaube ich, haben die dann diesen Turm abgerissen. Erfolgreich Bilder und Töne drahtlos übertragen hat. Leider wurde all seine Arbeit gnadenlos zerstört und dies kann nicht bewiesen werden. Leider wurde Teslas Technologie kurz nach seinem Tod konfisziert. Er starb in Armut und die US-Regierung zerstörte seinen Turm. Mhm. Es wurde behauptet, der Turm wurde von deutschen Spionen benutzt. Hätte Tesla seine Mission erreicht, wäre die Verteilung von Strom auf diesem Planeten heute sehr anders verlaufen. Vergleichen wir Teslas Technologie mit den Pyramiden. Der Standort, die Höhe, die elektromagnetischen Materialien. Wir haben gesehen, dass Kupferdrähte für kurze Distanzen funktionieren. Für eine lange Übertragung kann das gleiche Prinzip angewendet werden, wenn akustische Energie in kinetische Energie umgewandelt wird und die Frequenzen übereinstimmen. So wie ein Opernsänger ein Glas zersplittern kann, wenn die Schallwelle, die er singt, der Resonanzfrequenz... Krass, stell dir vor, das hat einen Zusammenhang einfach. Stell dir vor, Tesla war dem Pyramiden-Shit auf der Spur und hat was Ähnliches gebaut. So. Live-Talk mit Tesla wäre geil. ...des Glases entspricht. Also wenn es einen magnetisch oszillierenden Strom gibt und eine zweite Frequenz erzeugt wird, kann die drahtlose Übertragung durch feste Materialien und über große Entfernungen erfolgen. Die Frequenz, die aus der Pyramide hätte freigesetzt werden müssen, hätte in der Umgebung übereinstimmen müssen. Vielleicht würde dies die Obelisken der hohen Monumente erklären, die als Empfänger dienen könnten, vor allem wenn sich oben ein Quarzstein befindet. Dies würde auch die antiken Schnitzereien, die so eindeutig auf Lichtquellen hinweisen. Es ist kaum zu glauben, dass irgendjemand dies überhaupt bestreitet. Im Hathor-Tempel ist das Dendera-Licht ein solches Bild. Es ähnelt perfekt der modernen Elektrotechnik, die einen Draht innerhalb eines birnenförmigen Bereichs und eine Box zeigt, der wie ein Empfänger aussieht. Gegenüber von dieser Schnitzerei ist ein ähnliches Bild, aber das System scheint in die Hände eines reptilienähnlichen Wesens zu fallen. Als ob es eine Warnung ist, die Technologie zu missbrauchen. Mainstream-Historiker spotten und ziehen primitivere Schlüsse. Doch Pyramiden zeigen keinerlei Hinweise auf entflammbare Fackeln. Stattdessen gibt es mehrere Schnitzereien, die diese antennenähnliche Objekte, die ein Sender zu sein scheinen, zeigen. In der Nähe eines anderen Objekts, das wie das berühmte Symbol geformt ist, der Ankh, das scheint der Empfänger. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwas noch dahinter steckt. Also ich glaube nicht, dass diese Pyramidengeschichte schon so weit erforscht ist, dass man wirklich sagen kann, okay, deswegen gab es die Pyramiden, so wurden sie gebaut etc. Gibt es ja viele Wissenschaftler, die auch bestätigen, dass einfach allein der Bau der Pyramiden immer noch so ein Fragezeichen in den Köpfen auslöst, weil die sich nicht vorstellen können, wie die damals hätten sowas bauen können in so einer Perfektion, beziehungsweise sogar heute Leute, Wissenschaftler und Ingenieure sagen, wir wissen nicht ganz genau, wie die das gebaut haben, weißt du? Deswegen so ein bisschen Mysterium steckt da auf jeden Fall schon dahinter. Was da genau los ist, weiß ich nicht, ob wir das noch erfahren werden. Zu sein,
Angesichts all dessen erscheint es viel glaubwürdiger, dass die große Pyramide nach den gleichen Prinzipien und Bedingungen funktioniert, die Tesla demonstrieren wollte. Dass sie elektromagnetische Energie in die Ionosphäre geleitet haben, wo sie Elektrizität drahtlos erzeugt und an die Empfänger in der Zivilisation weitergeleitet haben. Wir haben lange geglaubt, dass die Pyramiden nur Grabmale waren. Uri wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Warum haben sie keine Ähnlichkeiten mit anderen Grabmalen? Warum werden dieselben einzigartigen Baumaterialien verwendet, die für das Leiten von Energie verwendet werden? Warum die übergroßen Granitboxen, von denen bewiesen ist, dass sie niemals irgendwelche Mumien beinhaltet haben? Oder jene, die ganz klar viel zu groß für Menschen sind? Warum die Ausrichtung gen Nordpol, die 20 Tonnen Schiebetüren, komplizierte Tunnel und Kammern, Schächte und noch zu entdeckende Gebiete? Warum gibt es nirgends im Inneren der Struktur Fackeln? Und warum gehen die Tunnel bis tief unter die Erde? Ach krass, gab's keine Fackeln, ne? Diese Geheimnisse entziehen sich noch unserem Verständnis. Aber immer mehr Menschen akzeptieren die Möglichkeit, dass die große Pyramide von Gizeh eine wichtigere Funktion hatte, als wir verstehen. Wir wissen, dass es eine erhöhte elektromagnetische Messung um die Pyramide gibt, die ähnlich eines Gewitters ist. Wir wissen auch, dass wenn man sie aus dem Weltraum betrachtet sieht, dass sie tatsächlich achtseitig und nicht vierseitig sind. What? Und dass es merkwürdige Hitzepunkte gibt, die nur mit spezieller Ausrüstung zu beobachten sind. Sie verfügen über einzigartige elektrische Materialien, einschließlich Krass. Kupfer, und ein Design, das auf hohen Druck und Wasserkraft schließen lässt. Sie haben eine starke magnetische Struktur und Platzierung über den tellurischen Strömungen. Sie sind auf die Sterne ausgerichtet und die einzigartige Kunst der Region zeigt klare Darstellungen von drahtgebundenen Lichtquellen. All diese Dinge deuten darauf hin, dass es viel mehr zu dieser Geschichte gibt, als uns gesagt wurde. All diese Umstände machen es wahrscheinlich, dass die Pyramide als ein kompakter Energiegenerator und als ein Rundfunksystem. Da haben wir es schon wieder. Eine runde Erde. Das Elektrizität drahtlos überträgt, gebaut wurde. Die Auswirkungen für. Das Bild ist auf jeden Fall krass, die Theorie ist auch krass. Zur Auffassung von elektrischer. Expedition at Inman, Alter, wir müssen dahin, meine Freunde. Energie durch eine so alte Kultur sind enorm. Es würde die. Community-Expedition. Wäre geil auf jeden Fall. Freetime Fighter was poppin' G. How you feel, motherfucker? Bekannte Geschichte neu schreiben. Denken Sie, dass freie Energie weltweit drahtlos übertragen werden könnte? Und ob Sie das glauben oder nicht, meinen Sie, dass wir, wenn es wirklich möglich wäre, davon wissen würden? Gute Frage. Nächste Frage. Tesla war schon ein G und der war auch davon überzeugt, dass die freie Energie möglich ist, also dass wir Energie so senden können. Coole Doku aber. Hat man mal wieder ein bisschen was gelernt hier an der Stelle, ja? Theorie-Vibes. Fan-Treffen an Pyramide, uff. So. Volkan, what's going on here, man? Wie geht's, wie steht's? Sehr interessant auf jeden Fall. Haben wir mal wieder ein bisschen recherchiert hier an der Stelle. Dokus gucken macht schon Spaß, Mann, Alter. Anakwana TV sagt, die Pyramiden sind ein Schutz vor dem Polarsprung und einem Sonnensturm und so weiter. Gibt dazu ein Video, muss ich raussuchen. Bruder, such it out, man. Und pack das auf jeden Fall mal in den Discord rein. Wäre ich dir sehr verbunden. Feier ich. Theorie, von der ich bis jetzt noch nicht gehört habe. Generell, Polsprung ist so eine Sache, die ich jetzt an der einen oder anderen Stelle, ich glaube, Kianosch hat mich wieder da reingeholt. Der hat es doch in unserem Talk, glaube ich, erwähnt, oder? Oder in irgendeinem Stream. Und vorher habe ich davon noch nie gehört, Polsprung. Dann habe ich auch gesehen, dass es dafür auf jeden Fall dazu auch noch ein paar coole Videos gibt. Das können wir auf jeden Fall auch mal recherchieren, was das genau auf sich hat. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Irgendwie, dass die Nordpol, Südpol, dass das sich irgendwie verschiebt oder so, ne?